Ja, der 8. Mai war für meine Familie väterlicherseits kein Tag der Befreiung, weil mein Vater nämlich mit seiner Familie aus Ostpreußen, aus Masuren, aus der Nähe von Ortelsburg fliehen musste. Und sie sind circa 3 Monate unterwegs gewesen und waren dann am 8. Mai auf der Insel Fehmarn, wo sie einquartiert worden waren, bei einem Bauern. Und dort lebten sie mehr arg und karg und das war kein Tag der Befreiung.